Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Werkfeuerwehrsimulator 2014. Mein Name ist Garderol, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich bin auf dem Weg nach einem Loch im Zaun. Ei der Daus, wir haben immer noch keins gefunden nach 35 Jahren auf diesem dämlichen Schichtdienst, wo wir Löcher in Zäunen suchen, die wir nicht finden und Mülleimer löschen. Freuen wir uns natürlich darauf, dass wir jetzt irgendwann hoffentlich mal befördert werden, um endlich mal ein neues Fahrzeug zu fahren. Das ist für euch, denke ich, genauso spannend wie für mich. Ja, und wenn das sein wird, das... warum läuft jetzt der Timer? Jetzt läuft er ja nicht. So, jetzt läuft er. Ja, wenn das sein wird, das hängt ein bisschen davon ab, ob wir denn auch mal so ein Loch im Zaun finden. Aber vor den Spaß eines neuen Fahrzeugs haben die Programmierer ja den Ehrgeiz gestellt. So, und bei unserem Glück, dass wir ja auch durchaus des Öfteren uns huld ist, haben... Hör mal zu, Freundchen. Ah, bleib ruhig stehen. Ich steig dir gleich aus. Da ist aber hier... Da der Pfötchen aber Kirmes, hier mitten auf der Straße rumzustehen. Jedenfalls, Was wollte ich jetzt auch so gucken? Platz haben wir noch. Ich würde mich ja auch freuen, wenn wir mal einmal so ein Loch finden würden, damit ihr auch seht, wie es aussieht. Da können wir hier cool unseren Bla und Mu absetzen, hier unseren Notfallplan. Und dann, ein paar Punkte kassieren und wir haben alles gesehen, was man in Florian 1 erleben kann. Aber... Tja, bis jetzt, ich habe ja auch schon mal irgendwo die Theorie aufgestellt, wenn wir selbst ein Loch da reinfahren würden und dann einfach hier Bescheid sagen, ey, da ist ein Loch im Zaun, ob das wohl zählt. Tja, ich fürchte aber nicht, deswegen müssen wir hier weiter kontrollieren. Dafür gibt es auch übrigens eigens die Zaunkamera, aber die brauchen wir ja gar nicht, weil wir sehen ja auch so ganz gut. Ja, ich habe die ungute, wie soll ich das nennen, Vorahnung, dass dieser Zaun in einem so herausragend guten Zustand ist, dass unser Ansinnen hier auf lange Sicht nicht erfüllt werden wird. Das wäre ja was. Weil wir sind jetzt quasi einmal drumherum gleich. Wir haben noch nicht ein Loch gefunden in diesem doofen Zaun. Es stellt sich mir natürlich auch die Frage, ob wir dann auch den Innenzaun, das heißt der Zaun, der jetzt hier vom äußeren Weg nach innen geht, ob wir den auch kontrollieren müssen. Man weiß es nicht. Man steckt quasi sozusagen nicht drin. Das ist ein Drama, ich sag's euch. Tja, hier ist überhaupt kein Zaun. Dafür ist die gelbe Linie, das ist auch nicht schlecht. Und da läuft wieder ein Penner über die Straße. Ich habe ja echt große Lust, mal irgendwann so einmal über die Butz zu fahren. Wird die sich das zweimal überlegen, mit dem über die Straße latschen, wenn ich hier rumfahre. Was soll das überhaupt? Aber wenn es so ist wie beim, Einsatzbefehl für Florian 1. Von einer der Metallverarbeitungen kam eine Alarmierung rein. Eine der Brandmeldeanlagen hat ausgelöst. Begib dich schnellstmöglich dorthin und überprüfe die Lage. Ja, dann werden wir einfach noch mal ein bisschen weiter Zaunkontrolle dabei machen. Was ist denn das Licht so schlecht? Und dann gucken, wie wir da mal wieder hinkommen. Unser übliches Problem quasi. Hier jedenfalls sind wir eingezäunt, hier kommen wir nicht drum rum, aber hier ist ein Zaun. Und den müssen wir eh kontrollieren. Das heißt, wenn ich hier übers Gelände fahre und einige von euch sich da sicherlich beschweren, Höhenspiel ist mal gescheit und... Boah. Dann schmettere ich jenen entgegen. Das ist alles für die Zaunkontrolle. Ne? Ich will aber jetzt nicht den Einsatz nicht verpassen. Alter! Ich werde langsam müde, merkt ihr es? Ich will den Einsatz aber nicht verpassen, weil, ne, wenn wir jetzt Punktabzug bekommen, dann dauert das nochmal ewig und drei Tage mit unserem Florian 7. Florian, der Schutzpatron der Feuerwehr, der heilige Florian. Auch immer schön an dem Wappen erkennen, was oben in dem das Metallding da, ne? Der ist ja auch, glaube ich, auch drin. Wenn mich nicht alles täuscht. So, aber hier sind wir jetzt mal im Gebiet, wo wir noch gar nicht waren und das nach immerhin schon Müllfolgen.
Ich hoffe ja, die Bäume sind... Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. So. Ja, am Einsatzort eingetroffen. Wo ist das Feuer? Aha. Ist nur ein Brandmelder, der ausgelöst hat, aber kein Feuer zu sehen, ha? Mal zu sehen, nochmal gucken. Ist übrigens auch hier Feuerwehrdienstvorschrift Nummer 37a. Wer Feuer sucht, muss rückwärts fahren. Und Fans des Flughafenfeuerwehr, wollen das wissen, auf wen oder was ich hier gerade anspiele. Ja, da ist halt nur der Brandmelder losgegangen, aber kein Feuer. Also können wir den eigentlich ausmachen, oder? Guck mal, wie detailliert das hier alles ist. Dafür sieht mein Auto jetzt aber wirklich mal richtig geil aus, oder? Da kann wohl keiner sagen, ich würde mir keine Mühe hier geben. So, jetzt müssen wir wieder zurück zur Wache, weil ich meinen Dienst quittieren muss. Außerdem ist der Tank gleich leer, also wir werden es erst tanken und uns dann vom Chef wieder anschnauzen lassen, dass wir so spät sind, weil wenn wir den Tank trocken fahren, dann haben wir, glaube ich, noch die größere Popokarte. So, weil ich das eben so hervorragend gemacht habe mit dem Tanken, weiß ich jetzt auch, wie es geht. Nämlich als erstes den Tankwart überfahren, dann aussteigen, dann die Klappe öffnen und dann den Rüssel rausholen. Falls es dir nicht aufgefallen ist, deine Schicht ist seit 4 Stunden vorbei. Da ja, das machen wir jetzt nicht geschafft hast, selbstständig bei Zeiten Feierabend zu machen, muss ich dich jetzt zwangsweise nach Hause schicken. So, einmal frisch tanken. Und dann würde mich echt mal interessieren, ob morgen quasi unser Auto wieder schiertrig ist oder ob das noch dann sauber, weil dem letzt war dem halt so, ne? Dass es halt nicht sauber, nicht dreckig geworden ist. Beziehungsweise morgens dann wieder sauber war. So, fertig mit tanken. Neue Punktzahl, sie brauchen noch 50 Punkte, ja, grandios. Also hier der Gedroll, der muss noch eine Runde machen hier. Alles kein Thema. Dann schauen wir mal, was uns jetzt heute erwartet. Wie gesagt, dann wollen wir erstmal gucken, wo der Fitnessraum war. Der war ja irgendwie direkt da um die Ecke von dem... Und ich muss wieder eine Tasse Kaffee trinken, ganz wichtig. Tag, ihr Nasenbären. Da ich gleich noch einen wichtigen Termin habe, nur zunächst zu unserem... Leider musste ich bei meinem... Das war's auch schon. Ja. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. So, wir gehen mal hier wieder auf Axttour. Ja, wo ging's jetzt lang? Da lang? Ne, hier ist Kontrollraum. Als tiefer konnte ich ja, muss ich mal eben Kaffee trinken. Das ist ja auch, weil ich immer so hier durchhetze. Das mal, wenn man sich das so anguckt, die anderen Kollegen machen das gar nicht. Naja. Moin. So, also jetzt mal ernsthaft. Jetzt hat er eine Wurst da stehen. Bild aus meinem Kopf. Eine Tach. Wurst da liegen. Tach. So, hier jetzt Kaffee. Wie geht's? Ja, mir geht's gut. Und dir? Oh, ich will auch einen Kaffee. Morgen. Morgen. So, konnten wir hier immer noch was machen, ne? Hier ist ja ein Spiegelei. Oh, ich hab Hunger. Na, egal. So. Und gerade der Axtmörder, der geht jetzt hier mal... Ach, nee, muss ich ja gar nicht raus. Essen konnte ich ja auch nichts, nee. Ja genau, ich wollte jetzt mein Auto zertrümmern. Nein, ich wollte mein Auto kontrollieren, ob das auch den hohen Anforderungen der Sauberkeit entspricht. Nein, es tut es nicht. Dann fahren wir mal in die Waschanlage, das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht.
Ich sehe nichts. So. Dann wollen wir einmal ordentlich abspritzen hier. Wie? Ich habe eine komische Wortwahl. Quatsch. So, die haben ja gesagt, mein Schlauch wäre nicht lang. Das wollen wir ja mal sehen. Also, Hochdruckreiniger, Schlauch. Und jetzt geht's ab. Machen wir erstmal hier dieses... Was ist das eigentlich? Niedersachsen? Nee, ne? Niedersachsen mit Pferden. Weiß es gar nicht. Einen neuen Vorlöscher müssen wir auch reintun. Da sind auch schon teilweise Beulen im Auto, wird hier da reingefahren. Also so wie ich damit immer umgehe, kann das ja von mir nicht sein. Einsatzbefehl für Florian 1. Von einer der Metallverarbeitungen kam eine Alarmierung. Florian 1 verstanden. Und ich dachte mir noch hier... Es kann auch nur besser werden, aber nein. Noch niemals das Auto kann man hier Ruhe waschen. War ich gerade etwas übersteuert. Entschuldigung. So, also, und jetzt müssen wir hier mal sehen, wie wir hier so wieder rüberkommen, dass wir nicht alles kaputt fahren. Ich fahre auch jedes Mal in diese Sackgasse rein hier. Dafür geht es ja Gott sei Dank dann hier weiter ein Stück. Bis zur nächsten Sackgasse. Kann ich auch. Oh, diese Straßenführung, die macht mich kirre. Und wer mich noch bekloppter fahren sehen will, der kann mal reinschauen in unser super neues Langzeitprojekt, der OMSI. In Garderolls Game Show. Oder in Gatorolls Game Show. Gatorolls. Gatorolls. Wo gleich die geistig leicht beschränkten Leute mit Homophobia gleich wieder einen Schrecken bekommen. Warum auch immer. Wir leben ja immerhin im 21. Jahrhundert und nicht im 19. Vielleicht möchte sich von euch draußen ja auch jemand mal outen in meinen Kommentaren. Ihr seid ja anonym. So. Wow. Oh, noch viel. Ich meine, wir müssen ja nur noch einen Einsatz, dann sind wir ja befördert, ne? Dann müssen wir uns mal ein bisschen beeilen hier. Und das heißt für euch, wenn wir das jetzt schaffen, noch rechtzeitig hinzukommen, was sehr, sehr knapp wird, dass wir in der nächsten Folge befördert werden könnten. Florian 1 an Leitstand. Wow. Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Und dann geht's quasi damit richtig spannenden Sachen weiter, nämlich dem nächstgrößeren Fahrzeug. Wenn's klappt. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug. Aber ich muss natürlich erstmal mein Fahrzeug reinigen. Das sieht aus, wie wenn der Bulle pisst. So, und Zaunkontrolle. Hui. Wie konnte ich das vernachlässigen? Da müssen wir mal wieder Richtung Rand fahren hier, dass wir irgendwo einen Zaun finden. Jetzt fahren diese... Als wenn Rondo Media solche Bullis hätte. So, und dann fahren wir hier die... Ich wollte gerade sagen, da fahren wir den Zaun entlang, aber das stellt sich schon wieder schwieriger dar, als es vielleicht sein müsste. Och, Leute. Ich brauche eine Karte oder was? Ja, also, ob wir dann vielleicht noch, bevor wir endlich jetzt erlöst werden von diesem Fahrzeug, wird da noch ein, what's his name?
ist das eigentlich? Ist das eine Waschstation oder wie war das? Und warum geht der Sound immer aus hier? Ja, also all das erfahrt ihr im nächsten Teil. Dazu müsst ihr wieder reinschalten. Und wann die nächste Folge kommt, das seht ihr wie immer im Sendeplan unter events.mmoefus.de. Mein Name ist Garderul und ich danke fürs Zuschauen und freue mich auf eure Kommentare, die ich gerne lese, eure Daumen, euer Feedback und bis dann. Macht's gut, tschüss und bis bald.